Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dich wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich möchte heute etwas vertieft noch einmal auf das Thema Nitrostress, Arginin, oxidativer Stress, Mitochondriopathie eingehen. Und zwar bin ich der Meinung, es gibt einfach zu diesem Thema immer noch viel zu viele offene Fragen. Es ist ein schwierig zu verstehendes Thema. Es erfordert einfach Grundkenntnisse der Biochemie, die leider vom Arzt nicht zu erwarten sind, vom Biochemiker, vom Pharmakologen schon. Allerdings hat der Pharmakologe und auch der Biochemiker eigentlich keinen direkten Patientenkontakt. Insofern ist es wiederum ein Circulus Virtuosus und wir finden, wie so oft im Leben, leider keine Lösung und stehen uns dann auch oftmals nicht selten selbst im Wege. Aber zum Thema Mitochondriopathie und Nitrostress. Es gab ja vor einiger Zeit die Idee, dass Arginin den nitrosativen Stress promovieren könnte. Das ist insoweit nicht ganz verkehrt. Und zwar möchte ich im heutigen Video erklären, wie kommt es überhaupt zu nitrosativem Stress. Noch einmal ganz dezidiert. Der nitrosative Stress ist nicht ein zu viel an Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid ist ein lebensnotwendiges Gas, das nahezu von allen unseren Zellen gebildet werden kann. Hierzu gibt es Enzyme. Das geht nicht einfach sui generis. Hierzu brauchen wir Enzyme. Wir haben 4 Enzyme. Das sind die endotheliale NO-Synthase an unserem Gefäß. Und die produziert am Endothel Stickstoffmonoxid, was dafür sorgt, dass die Blutgefäße sich entspannen, zum Beispiel bei Mehrarbeit, wenn das Herz mehr arbeiten muss oder auch ein Thema, was die Männer interessieren dürfte, Durchblutung des Penis im Corpus cavernosum, ebenfalls endotheliale NO-Synthase. Dann haben wir die neuronale NO-Synthase. Was die so ganz genau macht, ist jetzt weniger klar im Moment. Aber es spielt auch eine ganz wichtige Rolle bei der Informationsübertragung in den Neuronen. Dann haben wir die konstitutive NO-Synthase. Diese wird zum Beispiel stimuliert durch bakterielle Endotoxine. Das heißt also, wenn ich eine bakterielle Infektion habe, dann werden zerfallen Bakterien und diese bilden Endotoxine und darauf reagiert zum Beispiel die konstitutive NO-Synthase. Und zum Schluss haben wir noch die mitochondriale NO-Synthase und die regelt zum großen Teil den Calciumhaushalt innerhalb der Mitochondrien. Der spielt auch eine ganz wichtige Rolle, ist aber relativ komplex. Aber am Schluss entsteht eben ATP und die mitochondriale NO-Synthase unterstützt so ein bisschen die Bildung von ATP in den Mitochondrien über die Zytochromoxidase. So viel zu den relativ komplizierten Dingen. Jetzt ist es so, wir haben ja den oxidativen Stress und den nitrosativen Stress. Und diese beiden zusammen haben natürlich, wenn sie in einer ganz ungünstigen Reaktion kanalisieren, einen Stoffwechselweg, nämlich der des Peroxynitrits. Es ist ein Anion, ein sehr starkes Radikal. Und ich möchte kurz erklären, wie es dazu kommt. Wir brauchen also unser Stickstoffmonoxid. Und unser Stickstoffmonoxid bilden wir aus der semi-essentiellen Aminosäure L-Arginin. Bei den allermeisten funktioniert das sogar. Nur es gibt das asymmetrische Dimethylarginin. Und das asymmetrische Dimethylarginin ist eine Blockade der Stickstoffmonoxidbildung. Das heißt also, mein Patient kann aus seinem Arginin, das er mit der Nahrung zunimmt, nicht ausreichende Mengen an Stickstoffmonoxid bilden. Man bringt das in der jetzigen, nach dem heutigen Erkenntnisstand der Medizin, das ist sogar Universitätsmedizin in der Kardiologie, bringt man das in Zusammenhang mit endothelialer Dysfunktion, mit Perfusionsstörungen des Myokards, Perfusionsstörungen der Niere oder auch mit Schlaganfallpatienten oder Menschen, die relativ früh
eine Arteriosklerose entwickeln. Das ist der Bereich des asymmetrischen Dimethylarginins. Aber in der Regel funktioniert das, dass die Patienten oder der Sportler Arginin zu sich nimmt und daraus die verschiedenen NO-Synthasen Stickstoffmonoxid bilden. Stickstoffmonoxid, wie gesagt, hat auch noch ein paar andere schöne Effekte, zum Beispiel hemmt es die Thrombozytenaggregation, also die Verklebung, die Verklumpung der Thrombozyten der Blutblättchen. Wir haben hier zwei verschiedene Arten von Gerinnung, die intravasale Gerinnung, die möchte eigentlich keiner so wirklich, denn die ist die Basis für den Schlaganfall, also für den hämorrhagischen Insult oder für den Myokardinfarkt, also ein Bereich des Myokardinfarkts. Es gibt natürlich auch noch Rupturen, aber die intravasale Gerinnung ist ein Bereich, der zu Komplikationen ernsthafter Natur führen kann. So, dann gibt es die extravasale Gerinnung. Und die extravasale Gerinnung, die brauchen wir, um unsere Verletzungen, die wir uns vielleicht tagtäglich auch in kleiner Form zuziehen, zu schließen, also zu regenerieren. So, und jetzt kommt es entscheidend darauf an, dass Stickstoffmonoxid eben nicht mit dem Superoxidradikal aus den Mitochondrien kumuliert. Denn das Superoxidradikal hat eine viel stärkere Affinität zum Stickstoffmonoxid, oder das Stickstoffmonoxid hat eine stärkere Affinität zum Superoxidradikal, wie Superoxid, das Radikal, zu seinem Enzym, das es abbaut. Das heißt also, in unseren Mitochondrien bilden wir jeden Tag, je mehr wir trainieren, je mehr Sport wir treiben, je mehr Kohlenhydrate wir essen, also hochenergetische Ernährung, umso mehr Superoxidradikal, also Superoxidanion entstehen. Und diese Superoxidanion sind normalerweise kein Problem. Denn es gibt, wie für alles in unserem Organismus, ein Enzym, welches das Superoxidradikal abbaut zu Wasserstoffperoxid und Sauerstoff. Und das Wasserstoffperoxid wiederum wird durch die Wasserstoffperoxidase wiederum abgebaut in Wasser. So, jetzt ist es aber so, eben dieses Superoxid muss abgebaut werden, und wenn das Enzym, die Superoxiddismutase, nicht funktioniert, dann kumuliert das Superoxidanion, dieses Radikal. Und wie gesagt, Stickstoffmonoxid in einem entsprechenden Niveau ist für uns alle von Vorteil, eben was die Blutzirkulation betrifft oder auch die Abwehr von intrazellären Bakterien. Nur darf das Stickstoffmonoxid nicht zusammentreffen mit einer großen Menge an Superoxidradikal. Wie gesagt, das Superoxidradikal besitzt eine höhere Affinität zum Stickstoffmonoxid als zu seinem Enzym, das es entgiftet. Und insofern entsteht aus diesen beiden Radikalen, dem Stickstoffradikal und dem Superoxidradikal, am Ende das Peroxynitrit. Und Peroxynitrit ist ebenfalls ein Radikal, aber besitzt eine sehr hohe Potenz, zahlreiche Enzyme in unserem Stoffwechsel lahmzulegen. Unter anderem sind dies, ich erzähle das jetzt so ein bisschen der Reihe nach, damit der eine oder andere vielleicht sich wiederfindet, und zwar hemmt Peroxynitrit die mitochondriale Atmungskette. Ich hatte schon gesagt, Peroxynitrit hemmt die Zytochromoxidase. Das kann ich teilweise kompensieren, indem ich Coenzym Q10 gebe, also Ubiquinon oder dann das Ubiquinol. Weiter hemmt Peroxynitrit den Citratzyklus, die Aconitase. Ganz wichtiger Stoffwechsel. Glucose wird abgebaut über die Glykolyse. Nachdem die Glucose in die Zelle reingekommen ist durch Insulin, muss Glucose abgebaut werden über die Glykolyse. Am Ende steht Pyruvat. Pyruvat wiederum wird durch die Pyruvatdehydrogenase, die Alpha-Liponsäure braucht, dann dementsprechend zur Acetyl-CoA. Und dieses Acetyl-CoA wird dann im Citratzyklus weiter verstoffwechselt. Und der Citratzyklus wird gehemmt durch Peroxynitrit.
Aktivierung der Glutamatrezeptoren. Was verstehen wir darunter? Die Glutamatrezeptoren im Gehirn sind sehr wichtige Rezeptoren, wenn es um Wachheit, Vigilanz, Fähigkeit der Informationsverarbeitung geht. Und sehr viele Patienten, Menschen, die unter Nitrostress leiden, also hohes Aufkommen von Peroxynitrit, haben dieses Gefühl des Nebels im Kopf. Ja? Und das kann man sich dadurch zumindest teilweise erklären. Permeabilitätsstörung der Blut-Hirn-Schranke, das ist ein anderes Thema, möchte ich nicht so sehr darauf eingehen, weil es da relativ wenig Wissen dazu gibt. Wichtig ist, hohes Peroxynitrit hemmt die Entgiftungssysteme. Entgiftungssystem, ich hatte in Videos schon mehrfach darüber gesprochen, das Wichtigste ist das Glutationssystem. Und Glutathion wird ja verbraucht. Ja? Reduziertes Glutathion, oxidiertes Glutathion. Und das reduzierte Glutathion ist das, mit dem unser Körper arbeiten kann. Und wenn dieses Glutathion verbraucht wird, dann bedarf es der Glutathionperoxidase und der Glutathionreduktase, um dieses Glutathion wieder zu regenerieren. Und eben dort greift Peroxynitrit an. Deswegen sind sehr viele Patienten mit Nitrostress, auch Patienten mit Chronic Fatigue Syndrom, mit einer multiplen Chemikaliensensibilität. Ihr müsst verstehen, eine Erkrankung befällt den Menschen nicht sui generis. Es entsteht immer davor ein zu viel oder ein zu wenig. In dem Fall ein zu viel an Toxinen oder ein zu wenig an Mikronährstoffen. Krankheit als solche können wir nicht wirklich definieren, aber wir haben einige biochemische Erkenntnisse und können sagen, okay, wenn mein Organismus nicht entgiften kann, weil ihm Glutathion fehlt, dann kumulieren Gifte, einmal Stoffwechselgifte, aber natürlich auch den ganzen Mist, den wir tagtäglich zu uns nehmen, von dem die Mainstream-Medien und andere Profiteure dieses verderblichen Spieles meinen, sie seien gut für uns. Wir leben in einem Land, oder Deutschland ist ein Land, wo jeder meint, er wüsste es besser als denjenigen, den es wirklich betrifft. Ja, man muss immer irgendjemanden fragen. Wenn ich Probleme habe, gehe ich zum Arzt. Wenn ich Probleme habe, zum Pharmakologen oder sonst irgendwas. Und diese Berufsgruppe meint es immer besser zu wissen als man selbst. Damit ist nichts, da ist nichts dagegen einzuwenden. Nur, wir müssen auch als professionelle Berufsgruppe auf den Patienten hören. Der Patient weiß es immer am besten. Ich kann es nicht besser wissen wie mein Patient. Wenn mein Patient mir sagt, dieses und jene Medikament oder diesen Wirkstoff vertrage ich nicht, dann muss ich das verdammt nochmal akzeptieren. Und nicht in meiner unfehlbaren Arroganz mit meinem unglaublichen Wissen der Meinung sein, ich bin der Arzt oder der Heilpraktiker oder der Pharmakologe und aufgrund dessen mit unfehlbarem Wissen ausgestattet und weiß es deswegen besser. Nein, so ist das nicht. Okay, weiter zum Thema. Lipidperoxidation. Also das Cholesteringebäude gerät ja die letzten Jahre sehr stark ins Wanken. Cholesterin ist die letzten Jahre extrem verteufelt worden. Jetzt gibt es ja mit dem Simvastatin, also mit den Statinen, gibt es ja wirkliche Studien, die auch ganz klar zeigen, ganz so toll ist das nicht. Und wir müssen doch ganz, ganz viele Patienten behandeln, um auch nur einen minimalen Effekt hervorzurufen in puncto Mortalität, in puncto Sterblichkeit. Also die Behandlung von Statinen ist meines Erachtens nicht zu empfehlen für keinen. Ja. Die Menschen, die davon profitieren, ist eine ganz, ganz schmale Randgruppe und die allermeisten leiden nur unter den Nebenwirkungen, weil sie eben wieder Nitrostress produzieren und eben die Mitochondrien schädigen. Und natürlich die Cholesterin-Biosynthese wird logischerweise gehemmt, ja, das ist das Ziel des Medikamentes, aber
ich brauche Cholesterin. Cholesterin brauche ich für die Hormonsynthese beim Mann, Testosteron, bei der Frau Östrogen, Aldosteron für den Wasserhaushalt oder auch Progesteron, all die ganzen Steroidhormone, ja, das sind 5, 6, Pregnenolon noch dazu gerechnet. Dann, wenn da kein Cholesterin da ist, dann können diese Hormone nicht gebildet werden und die Patienten, die Männer, in Deutschland haben sowieso sehr, sehr niedrige Testosteronwerte und wenn wir da noch Cholesterinsenker oben drauf geben, dann haben wir den Vogel abgeschossen, ja. Also, oder den Mann vielmehr. Okay, Aktivierung der Zyklooxygenase. Was verstehen wir darunter? Peroxynitrit aktiviert die Zyklooxygenase. Die Zyklooxygenase ist ein Enzym, das Sauerstoff einbaut und insofern Prostaglandine herstellt. Und Prostaglandine sind Entzündungsmediatoren. Es gibt jetzt ganz viele Prostaglandine. Ja, es gibt eine ganze Palette, E2, H2 und so weiter. Aber diese Prostaglandine, für uns wichtig, machen Entzündungen. Ja? Und insofern ist ein Rheuma oder ein Chronic Fatigue Syndrom oder eine Fibromyalgie eben auch wiederum vergesellschaftet mit Nitrostress. Nitrostress, wie gesagt, ist nicht das Überwiegen von Stickstoffmonoxid. Nitrostress ist das Kumulieren von Peroxynitrit aus den beiden Radikalquellen. Stickstoffradikal, Sauerstoffradikal kumulieren, weil das Sauerstoffradikal nicht abgebaut werden durch die Suboxid-Dismutase. Und deswegen entsteht zum Schluss dann dieses Peroxidradikal und das schädigt eine ganze Reihe von Stoffwechselwegen, wie gesagt. Es stimuliert NFK-Beta. NFK-Beta wiederum ein Entzündungsfaktor. Vitamin-B12-Defizit. Vitamin-B12-Defizit bei älteren Menschen kennen wir in Gedächtnisstörungen, in Gleichgewichtsstörungen, in Burning Feet, also Kribbeln der Beine beim Diabetiker, auch noch ein ganz wichtiges Thema. Cholesterinerhöhung hatte ich schon angesprochen. Es ist so, Peroxynitrit hemmt die 7-Alpha-Hydroxylase. Da ist ein Enzym in der Leber, das Cholesterin abbaut und dann über die Gallensäure ausscheidet. Die Steroidhormone hatte ich schon angesprochen. Also Steroidhormonsynthese, ganz wichtig für den Mann. Ich kann es nur immer wieder betonen. Es ist kein Luxus als Mann, hohe oder sogar hochnormale Testosteronwerte zu haben. Ein Mann ohne Testosteron kann niemals, jemals wie ein Mann funktionieren. Das ist in der heutigen Gesellschaft vielleicht sogar gewollt, weichgespült, verweichlicht, verweinerlicht, aber dem Mann geht es nicht gut. Ja? Es ist eigentlich ziemlich egal, was die Gesellschaft erwartet. Entscheidend ist, wenn der Mann zu wenig Testosteron hat, dann hat das Konsequenzen. Okay, Schilddrüsenhormone. Es gibt ja zwei Schilddrüsenhormone, die man auch zuführen kann. Das eine ist das T3, das andere das T4. Also einmal 3 Jodatome, einmal 4 Jodatome. Das T4 ist die inaktive Form und das T3 die aktive Form. Das heißt also, T4 muss in T3 umgewandelt werden und diese Umwandlung wird gehemmt durch Peroxynitrit, also wiederum Nitrostress macht Schilddrüsenhormonbildungsstörungen und damit auch eventuell eine Hypothyreose. Es gibt ja zwei Formen, Hypothyreose und die Hypothyreose, von Autoimmunerkrankungen wie Morbus Basedow mal abgesehen. Wie gesagt, zu viel Schilddrüsenhormone, zu wenig Schilddrüsenhormone, aber entscheidend ist die Tatsache, T4 an sich ist nicht aktiv. Und sehr viele Ärzte geben immer noch T4 und wundern sich eigentlich, dass die Patienten sich nicht erholen. Hier muss man oft daran denken, einfach auch mal T3, das aktive Schilddrüsenhormon, zu geben. Die Störung der Hämsynthese. Ich denke, da muss ich nicht allzu viel dazu sagen. Die allermeisten Frauen, wenn ihr dieses Video anschaut, vielleicht erkennt ihr euch Müdigkeit, Schlafstörungen, Tachykardien, Herzklopfen, Störung der Vigilanz. Das sind oftmals Symptome einer Anämie, also sprich einer Blutarmut. Und es gibt nicht selten auch Frauen, die zum Arzt gehen, der diese Anämie sogar detektiert und auch bereit ist zu behandeln, soll es ergeben.
und oftmals das aber nicht anschlägt, weil ich brauche die Ferrochelatase. Die Ferrochelatase ist ein ganz wichtiges Enzym in der Hämoglobin-Biosynthese. Und wenn ich jetzt ein hohes Maß an Peroxynitrit habe, dann wird die Ferrochelatase gehemmt und mein Patient kann trotz hohem Vitamin B12, trotz hoher Folsäure und Eisen nicht ausreichend Hämoglobin synthetisieren. Daran immer denken, ganz wichtig. Also die Stoffwechselwege muss man kennen und wenn man eine therapierefraktäre Anämie hat, dann sollte man in jedem Fall auch an Peroxynitrit oder demzufolge dann Nitrostress denken. Störung der Neurotransmitter. Peroxynitrit hat eine hohe Affinität zu aromatischen Aminosäuren. Es gibt drei aromatische Aminosäuren, Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin. Und beim Tryptophan ist es so, Tryptophan spielt eine ganz wichtige Rolle dann nachher, wenn es um Serotonin geht. Das heißt also, wenn Tryptophan nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist in einer verwertbaren, aktiven Form, also tyrosyliert zum Beispiel, ist es nicht mehr aktiv und dann kann mein Körper daraus kein Serotonin herstellen. Das Ende des Liedes könnte sein, dass derjenige dann eine Depression hat aufgrund von nicht ausreichend Tyrosin. Er nimmt zwar ausreichend Tyrosin auf, also nutritiv, aber eben wie gesagt, Peroxynitrit besitzt eine hohe Affinität zu aromatischen Aminosäuren und damit kann eine Depression durchaus auch verursacht werden durch Nitrostress. Genauso wie es Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen sein können, die verursacht werden durch Nitrostress, weil Peroxynitrit meine Mitochondrien hemmt. Was man dagegen tun kann und wie man diesen Patienten helfen kann, das könnt ihr erfahren, wenn er mich anschreibt oder einen persönlichen Termin mit mir macht. Weiter noch eine Sache, Melatoninsynthese. Sehr viele Menschen, eigentlich Tausende, leiden unter Schlafstörungen. Ganz wichtig, die Melatoninsynthese. Die Melatoninsynthese, Melatonin entsteht aufgrund von, also nach dem Tryptophan und in diesem Metabolismus braucht es wiederum dementsprechend dann diese Aminosäure Tryptophan, die wird eben, wie gesagt, durch Peroxynitrit inhibiert. Nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung. Nitrostress ist nicht das Überwiegen von Stickstoffmonoxid. Nitrostress entsteht durch Peroxynitrit und Peroxynitrit entsteht dann, wenn meine Superoxiddismutase, das Enzym, das mein Superoxidradikal abbaut, nämlich zu Wasserstoffperoxid, und dann wird es durch die Wasserstoffperoxidase wieder abgebaut. Aber entscheidend ist, ich muss Kupfer, Mangan und Zink im katalytischen Zentrum finden, wenn diese Mikronährstoffe immer in ausreichendem Maße vorhanden haben. Ansonsten funktioniert meine Superoxiddismutase nicht und ich kann das Superoxidradikal nicht abbauen. Und wenn ich jetzt vielleicht noch Sportler bin oder mein Arzt auf die teilweise wahnwitzige Idee gekommen ist, meine Fibromyalgie oder meine Depression oder meine Herzrhythmusstörungen durch ein bisschen Sport zu behandeln, dann sollte man da extrem vorsichtig sein und darauf achten. Und noch eine Sache, Patienten mit Nitrostress reagieren extrem schlecht auf Kohlenhydratmast. Reduziert die Kohlenhydrate, weil die Glykolyse nicht funktioniert und der Zitratzyklus nicht funktioniert über die Akolytase und die Pyruvat-Dehydrogenase funktioniert in den meisten Fällen auch nicht und die Pyruvat-Dehydrogenase, wie gesagt, braucht Liponamid, also Alpha-Liponsäure und Vitamin B1 und B2. So viel zum Thema Nitrostress. Ich hoffe, ich konnte euch einige wertvolle Anregungen geben. Wenn ihr eine persönliche Behandlung oder Beratung braucht, meine Nummer findet ihr am Ende des Videos und ich bedanke mich fürs Zuhören, für euer Interesse und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.